Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich habe dir heute mal so eine Idee mitgebracht für Freigeister, für Waldgespenster, für was weiß ich denn, welche auf Freiersfüßen. So ein kleines Kästchen, womit man seinen Hund orten kann, also ein Tracker. Von der Firma Tractive. Als Wachtelbesitzer kommt man auf solche Ideen, dass man gerne mal wissen möchte, wo der Hund sich gerade befindet, wenn man ihn nicht sieht. Bei meinem Hund wenn die im Wald unterwegs ist, dann höre ich sie zumindest meistens, wenn sie dann irgendwas jagt und weiß, wo sie ist. Aber es gibt ja auch noch genug andere Gelegenheiten, wo ein Hund vielleicht mal geortet werden muss. Und da habe ich mich selber so ein bisschen informiert und bin bei den GPS-Halsbändern halt rausgekommen und das ist halt dann gleich ein Anschaffungspreis von 800 Euro. Und das war es mir ehrlich gesagt jetzt eigentlich nicht wert, weil Ria ist bis jetzt immer wieder gekommen. Ich musste sie nicht wirklich finden, aber mich hätte halt mal interessiert, wo sie in der Zwischenzeit gewesen ist. So, und jetzt habe ich mir das Ding geholt. Das ist ein Anschaffungspreis von unter 50 Euro. Es ist allerdings jetzt nicht komplett kostenfrei zu betreiben, das gut, wer glaubt da auch schon dran, ne? Das ist also die App, die es dazu benötigt, damit du das mit deinem Smartphone eben ja, das nachvollziehen kannst, wo der Hund gerade ist, den Weg sehen kannst, auf wirklich wie auf so einer Karte. Die ist kostenlos, aber dass das Ding jetzt dann auch ja, sendet und empfängt, das kostet natürlich Geld. Das ist jetzt je nachdem, was man da für ein ja, im Handynetz zur Verfügung haben möchte, natürlich günstiger oder natürlich auch, oder auch teurer. In der Premium-Version, meine ich, waren das irgendwie 7 € im Monat oder so, die das kostet. Weil das ist die einzige Bedingung, dass das funktioniert. Du musst im Handynetz sein, beziehungsweise dein Hund mit dem Ding hier. Aber ich habe das jetzt etliche Male schon ausprobiert. Meins ist, glaube ich, wirklich die Sparversion, also von der Netzabdeckung. Aber es hat gereicht, dass ich immer ungefähr wusste, wo mein Hund war. Auch wenn ich vielleicht manchmal ein bisschen warten musste, war ein bisschen nervig, aber das würde ich demnächst auch mal ausprobieren mit der Premium-Version. Wenn es irgendwo im guten Handynetz ist, also sprich irgendwie in einer bebauten Umgebung oder sowas, dann ist das überhaupt kein Problem. Du findest den Hund. Die Genauigkeit ist jetzt nicht auf einen Zentimeter, aber das brauche ich auch nicht. Sagen wir mal 5 Meter oder irgendwie sowas ist merkt man, also der Hund läuft eigentlich gerade, aber es wird als Zickzacklinie dargestellt. Das ist doch egal. Hauptsache, du weißt ungefähr, wo er ist. Und du siehst auch auf der Karte dann, wenn du in den Live-Modus gehst, die Richtung, in die er gerade läuft. Und du kannst da schon den Hund finden. Das ist eigentlich kein Problem. Wenn du das Ding kaufst, ist so eine Halterung, so eine Art Clip ist da mit bei fürs Halsband. Das habe ich gleich in die Tonne geschmissen, weil das sieht schon gleich so aus, als könnte es nicht halten. Was man dazu aber auch nehmen kann, das habe ich jetzt gemacht. So eine Warnhalsung ist ja auch nicht blöd, weil die reflektiert auch noch und ist recht auffällig durch die gelbe Farbe natürlich. Die hat dann innen eingebaut, sozusagen, also rangenäht, so eine Art Tasche, wo das Ding dann reinpasst. So. Zack, dann ist das da drin. Wenn der Hund das um den Hals trägt, kann er das nicht verlieren. Das ist auch, naja, ich denke, wenn der Hund da einen längeren Badeaufenthalt hat, dann wird der Checker das wahrscheinlich auch nicht so lustig finden. Aber sagen wir mal, für normales Regen, Schnuddel, Scheißwetter und mal kurz irgendwo in den Bach tauchen, das hat es bis jetzt immer ausgehalten. Also das sollte kein Problem sein. Ne? Die darüber negativ gesprochen haben, das ging dann meistens über den Preis und dass es doch alles nicht so kostenlos ist. Ja, aber ich meine, was erwarten solche Leute? Ich fand, es ist wirklich eine nette Geschichte. Vielleicht kann man das auch sogar ja, dazu benutzen, wenn man mal wissen möchte, ob der Ehemann vielleicht wirklich zum Kegelabend gefahren ist oder woanders hin. Keine Ahnung. Also die 50 Euro, ich finde, ich habe schon mal sehr viel mehr Kohle ausgegeben für großen Scheiß. Ich finde das eigentlich wirklich ganz drollige Idee und wollte ich dir mal vorstellen. Und naja, vielleicht suchst du ja noch was für Weihnachten. Ja, ich werde jetzt aber wirklich dann nur die Ria überwachen und nicht meinen Partner. Und deswegen fahren wir mit ihr und diesem Tractive Tracker in den Wald und schauen uns mal an, ob wir sie wiederfinden können oder nicht.
Ja, der Praxistest jetzt mit Ria. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere auch an die Stelle, wo ich sie laufen lasse. Das Ganze ist jetzt ja schon länger her. Ria hat bald Geburtstag. Am 1.1. wird sie 2. So, das Tracker-Ding kommt in die dafür vorgesehene Lasche. Bleib. Das alte Lied. Bloß weil die Tür aufgeht, darf sie da noch lange nicht raus. Komm hier. Sitz. So, wird um den Hals rum mit so einem Klettverschluss. Wollen wir sie auch gleich mal jagen lassen? Bisschen die Rehe umsortieren, ne? Aber vorher muss sie mir trotzdem noch mal kurz horchen. Hier. Sitz. So, ich gehe dafür jetzt einfach bloß mal kurz mit. Was ist das? Sitz sie. Bisschen auf dem Weg hin und her. In aller Kürze. Normal mache ich das dann immer ein bisschen länger, dass sie horchen muss. Fuß. Sitz. Platz. Bleib. Die zittert nicht unbedingt, weil ihr kalt ist, sondern weil sie los will. Hier. Komm her. Wo bist du? Hier. Guck mal. Hier bin ich. Joa. Sitz. So, und sie wartet auf das Zauberwort. Sitz. Hier. Hetz heißt für sie, sie darf gehen. Nach dem Motto, ja, mach was du willst. Ist ja nichts anderes. Ria ist jetzt gar nicht weit weg von mir, weil das ist ihr Lieblingshaufen. Da hat sich schon mal ein Fuchs drin gefunden und den rausgejagt. Und seitdem, wenn wir hier dran vorbeikommen, dann muss sie da immer unbedingt nochmal wieder reinkriechen wie so ein Dackel oder Terrier. Das gefällt ihr. Was man jetzt auf der Handy-App dann sehen kann, ich sehe meinen Standpunkt als blau dargestellten Punkt. Und den Standpunkt des Hundes sehe ich auch. Das kann man dann auch so einstellen, dass man da nicht irgendein Wahrziehsymbol hat, sondern tatsächlich sogar ein Foto von seinem eigenen Hund dann da dran macht. Ist ganz geckig. Und man hat zumindest jetzt schon mal eine Idee, wo sie denn jetzt ungefähr ist. Selbst wenn man jetzt von der Netzabdeckung her nicht perfekt dasteht, kann man auch die Bewegung sehen. In welche Richtung sich der Hund bewegt, wie schnell er ist. Und das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt. Ich finde für 50 €, keine schlechte Sache. Jetzt drücke ich nochmal auf dieses Live-Dingens da, auf den Live-Button. Und dann, kommt es wirklich auf die Netzabdeckung an, wie lange das dauert, dass man da jetzt eine Ortung von dem Hund hat. So, jetzt haut das hin. Ich habe jetzt also von meinem Handy habe ich Edge als Mobilfunkbasis und man kann sehen, dass sich Ria in den Wald hineinbewegt. Der blaue Punkt, das bin ich sozusagen, das ist mein Handy. Und ich finde das also netter Spielkram auf alle Fälle. Die Akkuleistung von dem Ding beträgt sogar mehr als 2 Tage. Wenn ich jetzt immer auf diese Live-Übertragung und Live-Ortung da gehe, das kostet natürlich sehr viel mehr Akku, weil da gibt das Gerät praktisch alle 10 Sekunden, meine ich, war das, eine hier Standortübermittlung
weiter. Aber wenn ich jetzt das nur ab und zu mal anmache, und dann reicht mir das ja auch. Ich will ja ungefähr wissen, wo der Hund ist. Ne? Also funktioniert recht gut. Kann man so gelten lassen. Man sieht da auch die Höhenangabe, also, und die Geschwindigkeit, mit der die Ria unterwegs ist. Also 14 km/h, da hat sie mal eben Gas gegeben. Ist ganz geckig. Ob das jetzt nun alles so ganz genau funktioniert, aber man hat einfach sagen wir mal, einen Ansatz, eine Tendenz. Und sie kommt wieder in meine Richtung zurück. Hallo. Na, war lustig? Ja? War so lustig, sag? Ja, jetzt blutest du wieder. Ein paar Brombeersträucher dabei. Ja, lecker. Lecker, lecker. Hat offensichtlich Spaß gebracht. Wie gesagt, ich brauche es ja nicht, um sie wiederzufinden. Die kommt zu mir zurück. Das dauert nicht so lange, dass ich das nicht abwarten kann. Hey, komm hier. Komm. Fertig und glücklich mit ihrer Welt. Komm mal her. Komm mal her, Brombeeren rausbauen. Warte. Oh, die Öhrchen zerschunden. Von den Brombeeren die Nase kaputt. Äuglein leicht gereizt. Müssen wir mal gucken. Aber bringt Spaß. Das ist nicht das Blut von irgendeinem Tier. Das ist sie. Ja, ich meine, vielleicht ist das ja ein nettes Weihnachtsgeschenk für irgendjemanden, keine Ahnung. Ich finde es eigentlich ganz lustig, das Ding. So, Ria ist ausgetobt. Jemand zu Schaden gekommen ist nicht. Kein Mensch, kein Tier. Rias Nase vielleicht, ja. Aber die verbringt wahrscheinlich den Rest des Tages auf dem Sofa oder irgendwo, wo es sonst noch bequem ist. Aber so wie du aussiehst, glaube ich, erstmal in deinem Körbchen. Ne? So, also, wir sehen uns bestimmt in einem der weiteren Videos. In diesem Sinne, alles Gute, deine Steffi.